Hi Leute, eins unserer Lieblingsspiele, Firewall Zero Hour, geht in die sechste Season und ich habe für euch mal alle Infos dazu zusammengetragen. Die neue Season heißt Cloud Strike und beginnt am 13.10.2020, also am Dienstag. Es gibt wie immer eine neue Map, die heißt diesmal Post 15 und ist eine Art Präsidentenschutzbunker. Und es gibt einen neuen Kontraktor, und zwar Shadow. Shadow kommt aus Deutschland, der erste deutsche Kontraktor. Shadow ist eine hübsche, rothaarige Frau, mit der man sich lieber nicht anlegen sollte, denn sobald sie angeschossen wird, zündet sie automatisch eine Rauchbombe. Das ermöglicht es natürlich Teamkameraden, sie wieder zu beleben oder sich selbst wieder zu beleben und den Gegnern dabei die Sicht zu nehmen. Passend zu Halloween gibt es anscheinend dieses Jahr auch wieder Süßigkeiten zu sammeln. Die Datenpakete scheinen wieder diese Eimer in Kürbisform zu sein mit Süßigkeiten drin und die Münzen sind so einfache kleine Ansammlungen von Süßigkeiten. Eventuell haben wir auch in der Lobby wieder eine Halloween-Dekoration. Wir hatten letztes Jahr Skelette, Spinnweben und vor allem diese Spinne, die sich direkt vor einem abgeseilt hat. Das war sehr cool, vielleicht kommt es ja jetzt dann auch wieder. Überraschenderweise wurde diesmal keine neue Ausrüstung gezeigt, keine neue Waffe, keine neue Ausrüstungsgegenstände. Kann sein, dass diesmal also keine neue Ausrüstung dazukommt. Das ist alles, was wir wissen über die neue Season bisher. Alles andere schauen wir uns morgen direkt im Livestream an. Wir werden uns die neue Karte auf jeden Fall anschauen und hoffen, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, meine kleine Zusammenfassung hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.